Willkommen auch schon wieder zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Wie ihr seht, befinde ich mich nach wie vor in dem verbrannten Biom hier. Und ja, es wird jetzt langsam dunkel und von daher würde ich ganz gerne die Heimreise antreten. Oh weia, 10 Uhr. Nun gut, dann ab nach Hause. Mal gucken, wie kann ich denn jetzt hier fahren? Am besten hier hoch geht es. Schauen wir mal. Okay, das geht schon mal nicht. Hier vielleicht? Ah, das könnte gehen. Wenn ich mich hier so hochschlängle. Nee, auch nicht. Schade. Gut, aber dann fahre ich am besten in Richtung der Stadt, beziehungsweise vielleicht geht's ja hier. Ah, super. Schön. So, machen wir gleich mal ein bisschen mehr Licht, damit man hier auch was erkennen kann. In der Dunkelheit. So, wie muss ich denn eigentlich fahren? So nicht. Ich muss in diese Richtung hier mich bewegen. So, schön. Vielleicht finden wir ja auch auf dem Weg nach Hause noch das ein oder andere Vorkommen, wollte ich schon sagen. Da haben wir auch schon eins. Nämlich Kohle. Gut. Nehmen wir natürlich gleich mal mit. Und weiter geht's. Aber ich brenne. Gut, dass mein Charakter hier ein paar mehr Lebenspunkte hat. Sonst wäre es das schon wieder gewesen. So. Wir sehen noch keinen Wachturm. Das heißt, ich muss noch ein kleines Stück fahren. Ah ja, da ist er. Gut. Dann nix wie rein in die gute Stube. Sehr schön. Gleich noch Licht ausmachen. Perfekt. Gut. So, als allererstes gehen wir jetzt gleich mal zum Chemietisch und stellen uns Schießpulver her, sodass wir uns demnächst auch wieder Patronen craften können. Schießpulver. Ui. 1200. Sehr schön. Das ist gut. Damit können wir dann wieder ein paar Horden überbrücken. Hoffe ich mal. Und ja, als nächstes stapeln wir jetzt am besten mal das ganze Zeugs hier rein. Weg damit. Sehr schön. Perfekt. So, meine Kisten werden immer voller und voller. Und ja, vielleicht könnten wir uns ja sogar an diese Wand hier ein Regal hinstellen. Ich denke, das würde ganz gut aussehen. Vor allem ist dann der Raum hier nicht mehr ganz so leer. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt auch gleich. Da gibt es hier entsprechende Blöcke. Vielleicht auch direkt ein Regal, das ich gleich hernehmen könnte. Regal, Ladenregale, das wär's. Aha, das ist aber eine reine Deko. Nee, dann bringt mir das schon mal nix an der Stelle. Wie könnte ich das am schönsten gestalten? Wir gucken einfach mal komplett ins Baumenü rein. Pfosten. Bringen wir Pfosten was? Mal kurz überlegen. Pfosten könnte ich vielleicht sogar benötigen. Da schauen wir gleich nochmal.
So, hier habe ich nichts, höchstens die Platten. Die können wir hernehmen. Ansonsten, das alles ist nichts Brauchbares. Hier genauso wenig. Flagstone Pole. Nee, wisst ihr was? Dann bauen wir uns jetzt mal so einen Pole aus Holz. Geht das vielleicht? Pole, Flagstone, Holzpfosten. Die wollen wir haben. Das sind nämlich dann unsere Standfüße für das Regal. So, hier haben wir noch Holz. Super, gut. So, mal gucken, ob das geht oder nicht geht. So, Holzpfosten, die setzen wir jetzt gleich mal. Die setzen wir jetzt gleich mal hier hin. Beziehungsweise, nee, das geht nicht. Weil ich bräuchte ja logischerweise zwei Holzpfosten. Aber ich habe nur einen. Oder aber, wenn ich mir hier gar keine zwei hinstelle. Obwohl, das geht sogar. Super, genau. So machen wir das. So, und darauf setzen wir jetzt eine Platte. Platte, wo haben wir sie denn? Platte, Holzplatte, die wollen wir haben. Machen wir mal ruhig ein paar mehr. Damit wir das auch entsprechend austesten können. Ah ne, der schaut komisch aus. Das passt nicht. Das passt von den Abständen her nicht. Okay, das ist nicht so gut. So, wir brauchen nochmal diese Pfosten. So, machen wir nochmal zwei Stück. So, wenn ich das hier drehe. Nee, das ist Quatsch. Ich müsste hier den Pfosten hinsetzen können, dann wäre es perfekt. Ansonsten geht's nicht. Schade. Nee. Dann ist das schon mal nicht die beste Lösung. Es sei denn, ich mach's so. Wenn ich es jetzt so hinsetze, schaut's auch komisch aus. Ich muss hier eigentlich den Pfosten hinsetzen. Genau an diese Stelle. Oder aber. Nee. Obwohl. Ihr seht schon wieder, ich bin hier am Grübeln. Wenn ich das so baue. Und dann bauen wir uns noch ein paar Pfosten mehr. Und dann schaut das aber hier hinten komisch aus, gell? Schwierig, schwierig. Fragen über Fragen, auf die ich keine Antworten habe. So, sonst hätte ich nämlich gesagt, wir bauen hier die Pfosten hin. Aber wie mache ich es dann auf dieser Höhe mit den Platten? Nee, das passt mir nicht. Das passt irgendwie nicht, ganz und gar nicht. Weg damit. Mit dem ganzen Zeugs, was ich hier gebaut habe. Vielleicht sollte ich auch nur die Platten verwenden. Das können wir doch auch mal machen. Genau. Das machen wir. Wir nehmen hier die Platten her. Für die Seitenwände. So, das gleiche machen wir auf der Seite hier. Und dann können wir hier entsprechend ein Regalboden einbauen, der dann logischerweise auch aus diesen Platten besteht. Platte. So, wisst ihr was? Jetzt machen wir uns da einfach mal gleich 21 Stück. So, nee, halt. Das war verkehrt. Die müssen dann nach unten schauen. Nämlich so. Dann können wir hier entsprechend Kisten hinsetzen. So, warum gehe ich hier eigentlich immer wieder in dieses Menü rein? Brauche ich ja gar nicht. Das ist Macht der Gewohnheit. Gut.
Okay, und als nächstes bauen wir uns dann hier auch noch so ein Regal hin. Schon wieder mache ich das mit dem Menü. Eieiei. So, wenn wir das hier hinstellen. Wie ist denn das? Das ist hier drei Blöcke breit. Ich will das einigermaßen symmetrisch gestalten. Wir können das höchstens hier eins breiter machen, oder? Das müsste gehen. So und so. Gut, das heißt hier hinten machen wir es dann so. Genau, dann haben wir nämlich hier vier Blöcke und hier haben wir auch vier Blöcke. Dann glaube ich, schaut das einigermaßen passabel aus. So, das heißt, hier kommt dann noch der Regalboden rein, genauso wie hier. Und hier bauen wir das hin. Super. Dann haben wir zwei Regale hingesetzt, gleich groß, und können die jetzt entsprechend mit den Kisten befüllen. So, was brauche ich für die Kisten? Lagerkiste. Nägel. Die müsste ich aber eigentlich irgendwo haben. Hier schon mal nicht. Hier vielleicht. Ah ja, 200 Stück. Super. Gut, und das heißt, wir brauchen insgesamt 8 Kisten. Für den Anfang. Vielleicht mache ich mir mehr. Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. So, kann ich jetzt hier oben das Ganze abschließen? Nee, kann ich nicht, gell? Weil sonst bringe ich hier keine Kisten mehr hin. Wenn ich hier das so baue, dann kann ich hier oben keine Kisten mehr hinstellen. Weil dann die Platte den Platz wegnimmt. Okay. Höchstens, ich baue das Ganze hier zwei Blöcke hoch. Aber nun gut, jetzt schauen wir einfach mal, wie es mit den Kisten wirkt. Ja, ich denke, das kann sich auf alle Fälle sehen lassen. Das gleiche Spiel machen wir dann hier noch. Okay, zwei Stück. Dauern noch 10 Sekunden. Das ist überschaubar. Oh, sehr schön. Super. Perfekt. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gesagt, baue ich hier noch weitere Kisten hin oder mache ich erstmal nur die 8 Stück voll? Gute Frage, nächste Frage. Vielleicht lasse ich das erstmal so, denn ich habe ja hier auch noch die Kisten, die 4 Stück. Allerdings Stauraum kann man nie genug haben, gell? Das ist das andere. Aber je mehr Kisten ich platziere, umso mehr müll ich wieder alles voll? Nee, wir lassen das hier erstmal bei den 8 Stück. Das muss reichen. Und bauen uns natürlich auch gleich noch so Beschriftungsschilder. Okay, wo sind die hingekommen? Schild. Aber es hat doch Schild geheißen, oder? Ah, oder aber vielleicht die englische Variante. Ah ja, genau. Wooden Sign, das wollen wir. Und logischerweise braucht man da natürlich auch entsprechend 8 Stück, die wir herstellen. So, da können wir zu uns überlegen, bauen wir das hier oben hin oder bauen wir das hier direkt drauf? Das ist jetzt Geschmackssache. Wenn ich das so mache. Könnte man es halt so beschriften. Schaut aber auch nicht gerade recht viel besser aus. Nee. Das setzt man direkt bei den Kisten hin. Ja, so viel zum Thema bei den Kisten. Bei den Kisten war es zwar aber nicht an der richtigen Stelle. Gut, okay. Und hier noch.
Super. Schön. Das da oben. Reißen wir gleich mal weg. Und die Fackel hier, die bauen wir entsprechend woanders hin. Und zwar bauen wir... Ja, wo bauen wir jetzt die Fackel hin, gell? Mittig kann ich sie ja nicht platzieren. Ach komm, dann stellen wir sie hier hin. Ist ja wurscht. So, wir brauchen noch entsprechende Titel für unsere Kisten. Beziehungsweise halt. Wir könnten erstmal noch was ganz was anderes machen. Und zwar dem Regal hier einen schönen Anstrich verpassen. Müssen wir nur gucken, was gibt es hier für schöne Dinge. Hier schon mal nix. So, Metal Steel Floor. Ne, das nehmen wir nicht. Metal Reinforced. Da weiß ich jetzt auch nicht so recht. Das nehmen wir auch nicht. Wellblech. Nee, machen wir jetzt auch nicht. Und hier hinten gibt es sowieso nichts mehr. Das könnte man nehmen. Dieses blaue angerostete Metall. Ich denke, das schaut ganz gut aus. So, mal testen. Ja, das kann sich sehen lassen. So, das Ganze wiederholen wir jetzt für die ganzen Seiten hier. Okay, das war Quatsch. Das wollen wir nicht. Natürlich auch für die Unterseite entsprechend alles lackieren. Gut. Und hier noch. Super. So, hier. 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 Und ja. Dann geht's wieder in die Richtung. Zack. 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 Halt. Hier noch. Super. Gut. Jetzt haben wir alles, oder? Genau. So, mal gucken. Ein prüfender Blick. Ja, schaut auf alle Fälle schöner aus als vorher, denke ich mal. Denn immer diese Holzfarbe oder diese Holzmaserung ist dann auch irgendwie öde. Das lassen wir so an der Stelle. Und ja, in der Zwischenzeit sortiere ich hier mal gleich die ganzen Kisten ein und überlege mir auch entsprechende Titel für die Kisten. Und ja, ich sage auch schon wieder vielen Dank fürs Zusehen an der Stelle bei dieser Folge von 7 Days to Die. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.